Es ist Lammsaison im Schafstall an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub. 3 bis 5 Tage sind die Kleinen jetzt alt. Heute sollen ihnen die Schwänze kopiert werden, um die Tiere später vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren, wie es heißt. Laut Tierschutzgesetz ist das Kürzen der Schwänze bei Lämmern bis zum 8. Tag nach der Geburt erlaubt. Das Kopieren ist eine uralte Praxis in der Schafhaltung. Man kopiert die langschwänzigen Schafe, um zu vermeiden, dass später bei der Lammung oder auch in der Haltung Probleme auftreten, verkotete Schwänze, mit Haaren durchgesetzte Schwänze will man vermeiden. Lange, verdreckte Schwänze würden bei den Merino-Landschafen schwer und unbeweglich und könnten im Sommer Fliegen und Maden anlocken, die sich in die Haut eingraben. Wildschafe, die Vorfahren der heutigen Rassen, hatten kurze und unbewollte Schwänze. Erst mit der gezielten Zucht auf mehr Wolle hat im Lauf der Jahrhunderte auch die Schwanzlänge zugenommen. Das ist die Nummer 68. Wir kopieren jetzt den Schwanz bei 12 bis 15 cm. Das ist jetzt der grüne Bereich. Zuchtleiter Christian Mendel empfiehlt aus Tierwohlgründen, die Schwänze nicht mehr ganz so kurz zu kopieren wie früher. Einzige zugelassene Methode bei den Lämmern ist ein elastischer Ring, der die Schwanzspitze abschnürt. Früher wurden die Schwänze abgezwickt. In Österreich ist ein scharfes Messer erlaubt. Bei älteren Schafen darf nur ein Tierarzt chirurgisch amputieren. Der Ring wird jetzt die nächsten rund 20 Tage die Blutzufuhr ganz stoppen. Und im Schnitt fällt der Schwanz nach 20 Tagen, 21 Tagen ab. Ob die Lämmer dabei Schmerz empfinden, wurde in Grub wissenschaftlich untersucht. Vom Schwanz haben wir wesentlich weniger Nervenzellen. Und damit empfindet das Lamm keinen Schmerz, wenn ich den Ring aufsetze. Wir haben das indirekt gemessen über das Hormon Cortisol. Cortisol ist ein Indikator für den Schmerz. Und das Interessante war jetzt bei dem Ergebnis, die lang kopierten, wie wir es jetzt hier sehen, sind im Vergleich zu den nicht kopierten nicht zu unterscheiden. Dennoch ist das Ziel, dass man auf diese Eingriffe in Zukunft verzichten kann. Gezielte Selektion könnte da eine Möglichkeit sein. Manche Schafe haben von Natur aus einen kürzeren Schwanz als andere. Aber Zucht dauert. Ja, also in der Zucht kann man natürlich viel bewegen. Aber Sie müssen sich vorstellen, den Schwanz, der bodenlang ist, der jetzt 30, 40 cm runterhängt, zu einem Schwanz zu züchten, der vielleicht auf 20 cm ist, das geht nicht von heute auf morgen. Genomanalysen sollen die Zucht hin zu kürzeren Schwänzen beschleunigen. Wissenschaftler an der Uni München haben sich auf die Suche nach den Genen für die Schwanzlänge bei Merino-Schafen gemacht. Im Labor haben sie von Gewebeproben die DNA herausgelöst. 400 Merino-Schafe aus verschiedenen Betrieben waren für das Projekt ausgewählt und ihre Erbsubstanz verglichen worden. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Sehr gut. Also wir haben schon schöne Ergebnisse. Wir haben herausgefunden, welche Gene für die Schwanzlänge verantwortlich ist oder sind und welche Mutation dazu führt, dass Schwänze eben lang sind oder kurz sind. Und mit einem einfachen Gentest kann man jetzt nachweisen, ob das Schaf, welches wahrscheinlich zur Zucht verwendet wird, Zuchtbock oder Mutterschaf, Anlageträger für Kurzschwänzigkeit oder Langschwänzigkeit ist. Diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Und in 2 bis 3 Monaten will ein Labor in Grub den Gentest dann allen Schafzüchtern anbieten. Einen anderen Weg geht Herbert Sehner in seinem Betrieb in der Oberpfalz. Bereits seit 4 Jahren kopiert er nicht mehr. Auch weil er damit rechnet, dass das irgendwann mal in Deutschland verboten sein wird. Er kreuzt eine andere Rasse ein, kurzschwänzige Finnschafe. Es funktioniert. Vom Merino wollen wir eigentlich nicht weg, weil Merino ist ein super Schaf eigentlich. Hat viele Vorteile, aber der hat einen langen Schwanz, den wir nicht brauchen können. Also haben wir uns überlegt, dass wir das irgendwie lösen, das Problem.
Das wollten wir zuerst mit Selektion probieren, aber das funktioniert nicht. Also da bist du 100 Jahre dran. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir holen uns ein Schaf, holen das Gen rein und dann ist das Ding gelöst. Und das ist es auch. Und dass wir dann natürlich auf das Finnschaf gekommen sind, das hat viele verschiedene Gründe. Ist mal die Wolle, die Fruchtbarkeit und solche Geschichten. Du hast mit einer Kreuzung mit einem kurzen Schwanz und hast ein vernünftiges Schaf. Und das Problem ist damit gelöst. Herausgekommen sind Finn-Merinos, Kreuzungen aus Finnböcken und Merino-Müttern, die kleiner sind als reine Merinos. 1.200 Euro hat Sena für den Import eines Zuchtbocks aus Finnland bezahlt. Könnten solche Kreuzungen die Lösung in der Schafzucht sein? Aus der Sicht des Schwanzes ist es die perfekte Lösung. Aus der Sicht des Zuchttieres, was entsteht, ist es etwas problematisch, weil wir natürlich auch die Eigenschaften unseres Merino-Landschafes verändern. Dennoch, das Thema muss angepackt werden. In anderen EU-Ländern wie Estland, Finnland und in den Niederlanden ist das Kopieren bereits verboten. Ausnahmen gelten nur bei tierärztlicher Indikation. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und noch einiges mehr.